Hallo, ich bin Holger Petersen, ich bin Steuerberater von TaxFBE. Die Fragen haben wir auch häufig, dass Online-Händler, das fängt eigentlich an bei Händlern so ab 500.000 Euro Umsatz. Das sind eigentlich die schon fragen. Wie kann ich mich eigentlich auf anderen Märkten positionieren? Oft ist das Thema USA eines, weil die einfach merken, Amazon USA, wer in den USA verkauft und da eigentlich ein Produkt hat, was funktioniert, der hat eine Garantie, dass es in Europa auch funktioniert. So, noch ist es gerade umgekehrt, also ich verkaufe erst in Deutschland, dann in Europa, dann habe ich Ideen, okay, dieses Produkt könnte auch in den USA laufen. Das ist auch gar nicht weit hergeholt, das umgekehrt kann es natürlich auch der Fall sein. Da macht es allerdings Sinn, das nicht mit der deutschen Firma zu machen, sondern in den USA wiederum und dann in der Regel eine Limited, also eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Da haben wir auch Verbindungen, also es gibt steuerliche Berater dort, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Da darf man erstmal überlegen, in welchem Staat sitzt diese Gesellschaft sinnvollerweise. USA hat 50 Staaten und 50 verschiedene Steuersätze, nicht nur Einkommensteuersätze, sondern auch Umsatzsteuersätze. Das heißt, da gilt es erstmal eine richtige Wahl zu treffen. Und umsatzsteuerlich abbilden machen wir das dann auch mit Kooperationspartnern dort. Also die Steuerberater, die nennen sich, glaube ich, da nicht Steuerberater. Irgendwas zwischen Steuerberater und Buchhalter. Ich glaube, Bookkeeper nennen die sich auch nicht, habe ich jetzt gerade nicht präsent. Aber die kümmern sich um die Registrierung dort und um die Umsatzsteuervoranmeldung. So, wenn ich jetzt einen deutschen Onlinehandel habe, wenn ich deutscher Händler bin, also eine deutsche Gesellschaft besitze und die Idee habe, dort zu verkaufen, dann gründe ich eine Gesellschaft dort und verkaufe einen Teil meiner Ware an die amerikanische Gesellschaft. Und die Ware wird dann, und da empfehle ich tatsächlich erstmal nur Amazon zu nutzen, die wird dann dort in Amazon im Lager eingelagert und wird dann für den Verkauf freigegeben. Letztendlich ist Amazon USA die gleiche Vorgehensweise wie Amazon Europa, sage ich jetzt mal. Da ist jetzt kein großer Unterschied. Es macht aber keinen Sinn zu versuchen, als deutsche Firma dort registriert zu werden. Das gelingt meistens nicht. Das ist egal, ob das Einzelunternehmen ist oder GmbH. Du musst nur aufpassen, dass die Verrechnungspreise passen. Das heißt, das ist ja das sind zwei Gesellschaften, an denen du selber beteiligt bist. Und da guckt das Finanzamt schon, gibt es nicht eine Gewinnverlagerung in irgendein Ausland zum Beispiel. Also die gucken sich diese Verrechnungspreise an. So, das heißt, du hast einen Einkaufspreis X, packst da 5% oder 10% drauf und verkaufst es zu dem Preis dann nach den USA an deine eigene Gesellschaft. Da passiert dann in der Regel nichts, also das ist in Ordnung. Eine kleine Gewinnmarge aus dem Geschäft verbleibt ja bei der deutschen Gesellschaft. Ja, und in Amerika findet dann der hoffentlich große Verkauf statt. Denn in der Regel gibt es ein Bankkonto, genau, ein amerikanisches Bankkonto, und da geht das Geld hin. Das Geld kann dort dann wiederum für Wareneinkäufe genutzt werden. Am Anfang wird es so sein. Und irgendwann kann man natürlich auch an sich selber ausschütten, sozusagen. Gewinne, die eine Kapitalgesellschaft macht, sind vor Ort zu versteuern. Es gibt grundsätzlich für Deutschland, jetzt lasse ich mal die GmbHs ein bisschen außen vor, es gibt das Welteinkommensprinzip. Das heißt, alles, was du auf der Welt verdienst, musst du in Deutschland versteuern, wenn du hier deinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hast. Aber das könnte dazu führen, dass Gewinne doppelt besteuert werden, nämlich in Deutschland und im Ausland. Und da hat Deutschland mit jedem Staat ein Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen. Und da wird genau geregelt, zum Beispiel, das Haus liegt in Spanien, also sind alle Einkünfte, die mit diesem Haus zusammenhängen, in Spanien zu versteuern. So, und genauso ist es mit Firmen. Die Firma hat ihren Sitz in den USA, also sind alle Gewinne, die die Firma macht, in den USA zu versteuern.
Das, was jetzt für Amerika, also für die USA gilt, gilt natürlich dann für alle Staaten auf der Welt. Also überall da, wo Amazon aktiv ist, Kanada, Australien, Japan, da haben wir vom Prinzip die gleiche Vorgehensweise.